Hallo, herzlich willkommen bei Fidelity mit einem Fidelity Special heute. Etwas ganz, ganz Besonderes haben wir heute hier am Start für euch. Und zwar, wir haben ein Event geplant, schon vor vielen, vielen Wochen. Das sieht folgendermaßen aus. Wilson Banish ist heute bei uns zu Gast und wir haben heute zwei Weltpremieren. Wirklich, kein Witz, wir haben nochmal nachgefragt, das sind wirklich Weltpremieren, die bei uns heute gezeigt werden. Es sind zwei Lautsprecher, das wird euch gleich nochmal etwas genauer erklärt. Wir gehen auch in die Räume rein, die sind ausgestellt. Wir haben heute Besuch da aus England vom Sohn der Eigentümer von Wilson Banish, der ist heute bei uns. Wir haben den Vertrieb heute IAD da. Wir haben tatsächlich sechs Zeitschriften heute bei uns, wo wir besonders stolz drauf sind. Also Stereo Play, Fidelity und wie sie alle heißen, alle bei uns. Die werden heute Berichte darüber schreiben und wir wollten das gerne mal für euch videotechnisch festhalten. Lukas wird noch ein paar Eindrücke nachher zusammenschneiden, was alles heute stattgefunden hat. Lasst euch ja erstmal jetzt überraschen. Ich laufe gleich mit Cray von der IAD einmal durch die drei Räumlichkeiten. Er wird ein bisschen was zu den Boxen erzählen und Lukas wird das alles mitfilmen und freut euch drauf. Ist was echt Tolles. Also, viel Spaß. Genau, das Ganze geht heute durch drei Räume durch. Die Hörproben sozusagen sind ja in drei Räumen dann möglich. Genau, also fühlt euch wohl, wenn ihr Fragen habt, fragt mich bitte gerne oder auch meine Kollegen, selbstverständlich, alle sind vor euch da. Und das war irgendwie so direkt, wo wir sagten, das passt. Auch englischer Hersteller halt. Wir haben viel englische Produkte, auch wenn sie teilweise woanders gefertigt werden, aber viel englische Historie in unserem Haus mit Quad, mit Wharfdale, mit Mission, mit Castle. Passte also von daher. Tell a little bit about you, if you were not to see us, about Wilson Banish at all. Our company was founded in 1989, and today we are very pleased to present to you our Eminence loudspeaker, which is the reference top product in our, what you will learn today, new reference line, which is the Fibonacci series. Erstmal hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Wir sind hier in Studio 2 bei Fidelity und jetzt geht es darum, einmal kurz zu erklären, was haben wir. Das ist, glaube ich, die erste Weltpremiere, die wir jetzt vorstellen dürfen, oder? Ja, wir haben bei euch die neue Fibonacci-Serie von Wilson Banish. Cool. Und dieser Stand-Mount-Kompaktlautsprecher, das ist die Discovery. Besonderheit bei diesem Lautsprecher von Wilson Banish ist halt einfach das Carbon-Gehäuse. Und die Technik mit einem Isobarik-System, den wir hier unten drunter sehen, wenn man das im Video ein bisschen erkennen kann. Das glaube ich schon. Und bei der neuen Fibonacci-Serie haben wir neues Gehäuse aus einem besonderen Carbon und neue Treiber. Das heißt, neue Hochtöner, neue Mitteltieftöner und neue Tieftöner. Mhm. Wo liegt die Preislinie? Die fangen an bei 25.000 Euro und dann kann der Kunde individualisieren, ob Holzoptik, Farben, da ist alles das möglich. Das können wir, glaube ich, nachher nochmal zeigen. Ne? Genau, haben das ist richtig so. Tailor-made für Kunden. Cool, cool, cool. Ja, ich würde sagen, wir machen das ganz kurz. Wir gehen jetzt in den nächsten Raum. Bleibt dran, es wird immer spannender. Also, bis gleich. Cray, weiter geht's, Schlag auf Schlag. Wir sind hier Studio 5 bei uns. Die nächste Weltpremiere steht hier praktisch. Was haben wir hier, sag mal? Wir haben hier die Resolution von Wilson Banish aus der neuen Fibonacci-Serie. Das ist dann einer von drei Standlautsprechern, die verfügbar sind. Besonderheit ist auch hier wieder der massive Aufbau. Wenn man es erkennen kann, hier oben haben wir einen kompletten Carbon-Deckel, Seitenelemente aus Carbon, der massive Grill, abnehmbar, magnetisch. Mhm. Und dann haben wir oben halt die neue Treibereinheiten der Fibonacci-Serie mit dem Fibonacci-Hochtöner. Und was man hier deutlich besser sieht, die Isobarik-Systeme. Das heißt, wir haben hier jeweils zwei Basschassis, die aufeinander gesetzt sind, luftdicht verschlossen sind. Okay. Und im Push-Pull-Prinzip arbeiten.
Und dadurch ist der Lautsprecher schlank, filigran, kann aber einfach einen immensen, schnellen, trockenen Bass erzeugen. Also wir sehen eigentlich den Bass von hinten, wenn man es genau betrachtet jetzt. Es sind zwei Chassis, das heißt, genau, das, was du hier oben siehst, genau haben wir sie beide aufeinander gekoppelt. Ja, ja. Mit einem besonderen Bohrmagneten, der sehr, sehr leistungsstark ist. Okay. Und dadurch lässt sich halt ein enormer Tiefdruck erzeugen, der halt wirklich trocken, präzise, straff ist. Ist wirklich eine Besonderheit bei Wilson Banish. Mhm. Preis, die hatten wir ja schon genannt. Die liegt bei 65.000 Euro. 65.000, okay. Da fängt es an. Der Kunde kann alles individualisieren. Ja. Farbiges Carbon, Holzseitenelemente, unterschiedliche Farbtöne. Toll. Also das kann wirklich für jeden Wunsch angepasst werden. Und ich glaube auch, hier ist auch noch ein Unterschied. Ne? Das sehen wir gleich nochmal. Die gibt es in drei Farben, glaube ich. Genau. Das ist halt Standard, sozusagen Serie. Genau. Okay. Schwarz-matt. Und dann können wir sie in Rhodium oder in Gold haben. Und das sehen wir dann oben im nächsten Raum. Da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Bleib dran. Ja. Alles gut? Alles klar. Cray, jetzt sind wir praktisch eigentlich am Zenit sozusagen von Wilson Banish angekommen. Was sehen wir jetzt hier? Also nicht nur, dass sie übermanns groß sind. Wir sind beide, glaube ich, so ungefähr 1,75. Ja. Ungefähr hin. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wie groß diese Lautsprecher sind. Sind wirklich Prachtstücke. Und was genau haben wir jetzt hier eigentlich? Ja, das ist das Flaggschiff. Das ist die Eminence von Wilson Banish. Sozusagen der Technologieträger für die ganze neue Fibonacci-Serie. Wie man auch hier wiederum sieht, komplett Carbon, massiv Aluminium, vier Isobarik-Systeme. Dadurch ergibt sich natürlich auch diese gewaltige Größe. Und hier haben wir die Besonderheit, die du unten angesprochen hattest. Wir sehen hier vergoldete Magnete, um halt dann je nachdem auf einen Kundenwunsch reagieren zu können, sind die ganzen Anpassungen halt möglich. Ja, der Lautsprecher ist halt außergewöhnlich, allein schon vom Aufbau her, vom Sockel. Das ist ein massiver 48 Kilo Fuß, der aus einem massiven 70 Kilo Block komplett rausgefräst wird. Also wir haben das mitgekriegt, weil die wurde nämlich nach oben getragen von uns. Die wiegt 180 Kilo oder was wiegt die? Komplett mit den Flight Cases habt ihr 190 Kilo getragen. 190, genau. Also gefühlt nochmal so 500. Ja, absolut. Also nur nebenbei erwähnt. Also wirklich massiv. Okay. Ja. Lässt sich an jeden Boden anpassen, über die vier Spikes komplett ausnovellieren. Ja, es ist halt einzigartig. Also die Musik, das, was wir hier hören, völlig losgelöst, die Bühne. Es ist halt unfassbar, was da passiert. Ja, ja. Wir machen auch noch einen Hörtest, also dass ihr es wisst. Es wird auch ein Video oder vielleicht auch in dem Video, dass wir es nochmal natürlich mit euch nochmal erleben können, dementsprechend diese Anlage. Ich will ganz kurz die Anlage gar nicht so genau erwähnen. Tatsache ist, das haben wir hier bei Fidelity noch nie gehabt. Soll jetzt nicht Posen sein, bitte versteht das nicht falsch. Es gibt ja immer wieder welche, die auch sagen, oh, macht ihr nur noch teuer, macht ihr noch dies. Nein, aber wir machen das halt auch. Und in dem Fall ist es ein Superlativ für uns jetzt mal tatsächlich, was ihr miterleben dürft, so wie ihr es eben bei YouTube eben hören könnt. Diese Anlage, hast du, glaube ich, gesagt, hat einen Wert von 400.000 Euro, glaube ich. Ne? Richtig. Wir reden beim Lautsprecher über 190.000 genau. In der Standardbasisvariante. Ja, ja. Und dann entsprechend Elektronik, Streamer, Wandler, Verkabelung. Genau, richtig. Also runde 400.000. Ja. Kann man schon von essen gehen. Ne? Ist ein gutes Investment. Ja, würde ich auch sagen. Na gut. Jetzt wollen wir noch eine kleine Sache machen. Bleibt ruhig dran. Wir machen nochmal einen Cut, ganz genau, weil wir wollen eigentlich nur schräg über den Raum rüber, um nochmal zu zeigen, was für Farben gibt es eigentlich, die dabei sind. Also, bleibt dran. Jetzt geht weiter. So, mein lieber Cray, jetzt kommen wir zum Ende des Films sozusagen, aber wir wollten eben noch einmal zeigen, euch nochmal zeigen, was möglich ist. Cray, was sehen wir jetzt hier? Ich sehe Farben hier, ich sehe natürlich die Dinge in Carbon. Das ist ja Carbon hier so von der Optik her betrachtet. Sind das die Farben, die es praktisch gibt? Also kann man sich in diesem Spektrum, bewegt sich der Kunde da oder hat er noch ganz eigene Möglichkeiten, Rahlton auszuwählen, weil sein Sofa so aussieht? Wie sieht es da eigentlich aus? Das sind jetzt einfach Optionen, um zu zeigen, was möglich ist. Genau, es gesagt. Lassen sich jegliche Kundenwünsche umsetzen. Ja. Es gibt einfach unterschiedliche Carbon-Gehäuse, die werden also wirklich, die Carbonfasern sind eingefärbt, das ganze Gehäuse wird daraus erstellt. Okay. Und dann kann der Kunde das dann halt mit unterschiedlichen Farben kombinieren und in einem Musterset sieht er dann, wie wirkt Carbon mit Holz oder mit Farbe. Genau. Wir haben jetzt hier so ein paar Sonderfarben genommen, Volcanic Orange. Ja. Da haben wir ein Seitenelement, das ist also wirklich massiv Aluminium. Mhm. Und dann halt die entsprechende Grundierung und Lackierung, damit der Kunde dann im Zusammenspiel halt erkennt, was ergibt sich daraus. Ja, genau. Perfekt. So kann er sich das dann optimal vorstellen. Ja, ja, ja. Weil so eine Wilson Banish ist schon so eine Entscheidung für einen längeren Zeitraum und die soll dann halt passen. Genau, genau. Besonderheit, was wir hier noch sehen, ist der neue Tonarm. Da werdet ihr dann sicherlich mehr München erfahren. Da kommt dann was ganz Spannendes auf den Markt. Wir sind ja da, genau. Genau, Carbon mit Titan, sehr, sehr aufwendig gemacht.
Wilson Benisch hatte ja seinen Ursprung mit einem Plattenspieler. Ah ja, okay. Mit dem Circle damals. Okay. Ja, und dann haben wir hier hinten bei dir sind die wunderschönen Hölzer. Das sind alles Echtholzfurniere, die dann aufgelegt werden und dann entweder naturbelassen oder auch dann Hochglanz beschichtet werden. Mhm. Tolle Arbeit, wunderbar. Und, was keiner wusste, das hat nur Wilson Benisch eigenen Gin. Ist nicht ganz richtig, aber ich glaube, den hast du irgendwie, die Flaschen hast du machen lassen. Genau, ist hier für den Event aus Krefeld, sehr cool, muss ich sagen. Eine Distillerie und da haben wir dann mal eine Sonderabfüllung gemacht. Hammer. Für diesen Event. Das Tasting war am besten, ne? Das machen wir gleich ganz in Ruhe. Ah, das machen wir, genau. Tonic habe ich übrigens geholt. Sehr gut. Und Eiswürfel. Ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich bin sehr dankbar, Cray, dass ihr das hier bei uns gemacht habt. Möchte ich noch einmal erwähnen, ist mir ganz wichtig. Ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit, auch wenn wir schöne Räumlichkeiten haben, dass das hier stattgefunden hat. Dafür herzlichen Dank. Es waren auch heute Händler eingeladen, Wilson Benisch Händler aus ganz Deutschland praktisch, die mit ja hier die dabei Presse. Waren. Die Presse unbedingt sogar war eingeladen oder ist nach wie vor noch bei uns. Es wird darüber Berichte geben, Stereo Play, Lobitz war noch dabei, die Fidelity. Einige Zeit, was haben wir noch? WK, glaube ich, war da noch. Audio. Audio, genau. Also das war natürlich auch ganz toll. Auch für uns natürlich was ganz, ganz Besonderes, sind wir sehr dankbar für. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, mal ein Video anderer Art zu sehen. Das ist jetzt kein Vergleichstest in dem Sinne gewesen, aber wir empfanden das als etwas so Besonderes, dass wir unbedingt ein Video darüber drehen wollten und euch das natürlich nicht vorenthalten wollten. Und deswegen hoffen wir, dass ihr Spaß dran hattet. Und demnächst gibt es dann auch wieder ein Vergleichsvideo, selbstverständlich. Und wir werden 100% natürlich einen Test machen mit jeder der drei schönen Lautsprecher, die gerade hier sind. Werden wir noch mal einzelne Filme drüber drehen. Und ja, ich würde sagen, mir bleibt nur Prost zu sagen gleich. Gerne. Und genau, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gern. Und die Produktpräsentation von Luke müsste auch bei euch in der YouTube Galerie. Ja, das wird mit dabei sein, ganz genau. Das wird alles sein. Reingeschnitten, genau. Also, wir hoffen, dass ihr viel Spaß gehabt habt. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis bald. Ciao. Tschüss.